Hallo zusammen. Aufgrund der aktuellen Situation und zum Schutz Ihrer Gesundheit wurde die diesjährige Probing auf Oktober verschoben. Wir, die Firma 3W Modellmotoren, möchten Ihnen natürlich unsere Neuheiten nicht vorenthalten. Zu unseren heutigen Themen gehören einmal der neue 3W70 Reihenmotor, dann die Ready-to-Flight-Modelle von Grupp Modellbau in Zusammenarbeit mit dem Modellbauservice Kamitz, unter anderem die neue Husky, die RV4, den Grupplift und natürlich die Carbon Cup. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie, also auf jeden Fall dranbleiben und das Video komplett anschauen. Viel Spaß euch! Servus, ich bin der Fabian Oft und ich bin 3W Teampilot. Ich stelle euch heute die neueste Kreation von 3W vor, nämlich den 3W70 Reihenmotor. Ich habe den 3W70 eingebaut in einer Use mit 2 Meter Spannweite. Der Motor ist perfekt geeignet für Warbird oder Racer Modelle. Die Besonderheiten des Motors sind zumal einem die kompakte Bauweise, wodurch nur ein Vergaser benötigt wird, welcher bei Bedarf auch noch um 180 Grad gedreht werden kann, wodurch der Einbau in diversen Modellen nochmal erleichtert wird. Der Motor erreicht im Betrieb nur eine sehr geringe Zylindertemperatur, wodurch eine Zwangskühlung auch nicht unbedingt benötigt wird. Mein persönliches Highlight am Motor sind aber die Vibrationen. Es gibt nämlich gar keine. Man kann sehr gut in meinem Video erkennen, wie im Stand kaum ein Flattern an den Ruderflächen zu erkennen ist. Der Motor kommt von 3W mit einem fertig eingebauten Drosselservo. Noch ein paar Leistungsdaten zum Motor. Der Motor besitzt einen Hubraum von 68 Kubikzentimetern, hat eine Leistung von 6,6 PS und wiegt dabei aber nur 2,74 Kilogramm. Der Motor hat eine maximale Drehzahl von 6000 Umdrehungen pro Minute und fährt mit einem Gemisch von 1 zu 50. Die Zündung kann betrieben werden von einer Spannung von 6 bis 8,4 Volt. Ich bedanke mich recht herzlich und das war's von meiner Seite. Maßstab 1 zu 3, hat eine Spannweite von 3,60 m, ist 2,30 m lang und ist vom Grupp Modellbau. Als Motor wird der 3W80 XI verwendet, den habe ich letztes Jahr auf dem jährlichen 3W Nikolausmarkt gewonnen. Als Schalldämpfer ist der 3WL80 drin und als Propeller vom Zor der 27x10. Auf allen Rudern befinden sich Hightech-Servos und auch als Empfangsanlage wird auch Multiplex gesetzt. Das Ganze hat ein Gewicht von 15 Kilogramm. Ja, servus Leute, ich bin's, Luca Baumann. Ich stelle euch heute die neue Husky von Grupp Modellbau vor. Die Husky hat eine Spannweite von 3,60 m und eine Länge von 2,32 m. Das Abfluggewicht der Husky liegt so ab 15,5 kg. Kommt halt ganz drauf an, was man einbaut. Die Husky kann mit einem 80 bis 120 Kubik Motor geflogen werden. In meinem Fall verwende ich zum Beispiel einen 3W110 Zweizylinder Boxer. Aber man kann die Husky auch zum Beispiel mit einem 80 Kubik Einzylinder ohne weitere Probleme fliegen. Ja. Die Husky gibt es einmal halt komplett einzeln als ARF-Bausatz, kostet dann so 1395 Euro. Aber man kann die Husky auch in Kooperation mit 3W und Grupp erwerben. Dort kostet dann der komplette Flieger ready to fly, komplett fertig gebaut. Man muss dann lediglich nur noch Empfänger einbauen, 4700 Euro. Das Set beinhaltet dann einen 3W110 Zweizylinder Boxermotor, Dämpfer, Krümmer, Powerbox Competition, Akkuweiche, Spark Switch, dann Grupp-Modellbau Servos und ja. Ein paar Besonderheiten bei der Husky sind zum einen, dass die Schleppkupplung schon werkseitig vorbereitet ist. Also man muss lediglich die Schleppkupplung nur noch reinschrauben und mit dem Servo anlenken. Und was an der Husky auch klasse ist, ist, dass die
Klappen mit zu den Querrudern verwendet werden können. Das heißt, die Klappen kann man halt normal als Klappen verwenden oder man kann sie mit die Querruder mitsteuern und fahren sie oben nach unten. Ein weiteres Highlight bei der Husky ist, standardmäßig kommt sie geliefert mit normalen Reifen und Radschuhen, wie es die Manntragende auch hat. Aber es gibt allerdings auch die Husky als Bush-Version, wie ich sie jetzt ein bisschen umgebaut habe. Dort beinhaltet dann die Husky, also dort kann man dann für die Husky noch Bushwheels montieren und gibt somit dieser Husky einen einzigartigen Look. Beleuchtungsschächte für die Lampen sind auch bereits eingebaut. Dort kann man dann Unilight-Lampen oder halt andere Lampen nach Wahl einbauen. Ja, hallo Leute, mein Name ist Rainer Kamitz. Ich fliege seit ungefähr 20 Jahren für die Firma 3W Modellmotoren. Wir wollen uns ein bisschen vorstellen, repräsentieren und die Firma 3W und Groupstore im Prinzip einfach mal ein bisschen in Szene setzen, damit ihr mitkriegt, was wir alles anbieten. Direkt vor uns haben wir hier die von der Firma Vans RV4. Das Modell hat 2,90 Meter Spannweite und ist ausgerüstet mit einem 112 Kubik Vierzylinder Boxermotor von der Firma 3W. Die Laufruhe, die Laufkultur von dem Motor und die Kraftentfaltung ist unglaublich. Also das Modell hat jetzt 21 Kilo Abfluggewicht und selbst, ich sage es mal, die Tauchrolle ohne wegzusteigen ist fast schon möglich, selbst mit dem Drehblattpropeller. Also Laufkultur phänomenal, Leistung unglaublich. Und selbst bei hohen Temperaturen hat dieser Motor überhaupt kein Problem, weil man kann wunderbar vorne im Motorbereich diese Kühlung einbauen, damit der Vierzylinder vernünftige Kühlung erfährt. Zum Modell an sich, ich fliege auch manntragend und bin die RV8 schon manntragend geflogen und die RV7 genauso. Die RV4 ist ein kleineres Abbild von diesen zwei Maschinen, ist noch etwas mehr im Original. Von der Leistung her ein bisschen besser ausgelegt und hat unglaublich neutrale Flugeigenschaften. Auch im Kunstflug lässt sich alles mit dem Modell fliegen wie im Original auch. Das heißt, das Modell ist voll kunstflugtauglich. Da seht ihr nachher auch noch ein Video, wo ich mit der Maschine fliege. Also es lässt sich alles sauber durchfliegen. Langsame Rolle über 600 Meter, alles gar kein Problem. Starteigenschaften, Landeeigenschaften sind total easy vom Handling her. Und also ich kann euch wirklich nur sagen, Kombination dieses Modell mit diesem Motor, sensationell. Ja, wir haben seit 3 Jahren Modellbauservice Kamitz ins Leben gerufen. Mein Junior war da im Prinzip der ausschlaggebende Punkt. Ich war da immer etwas zurückhaltend, weil ich immer gesagt habe, okay, ich baue sehr gerne Modelle, aber ich habe ja auch noch andere Berufe und von dem her war es für mich immer ein bisschen schwierig. Aber mein Junior hat sich extrem gut entwickelt im Modellbau, baut mittlerweile par excellence, muss man wirklich sagen. Und dass ich als Vater sage sowas, das bedeutet dann schon was, weil man kennt mich eigentlich schon, dass ich auch sehr gewissenhaft bin. Das ist eben mein Naturell. Und nachdem wir auf dem Nikolausmarkt waren, bin ich mit dem Walter Krupp ins Gespräch gekommen und auch mit dem Peter Weinhold und von der Firma 3W. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, wir könnten so eine Gemeinschaftsproduktion machen. Einmal 3W Modellmotoren, dann Groupstore, die Group Modelle und unseren Modellbauservice quasi in einem Einklang anbieten.
Also, hier sieht man jetzt die Neuauflage vom legendären Big Lift. Der nennt sich jetzt Grupp Lift. Der wurde komplett überarbeitet, die Konstruktion überarbeitet, alles mittlerweile CNC gefertigt. Ansonsten die Abmessungen und die ganze Flugeigenschaften sind genauso fantastisch wie vom ursprünglichen Big Lift. Hier vor mir sehen wir jetzt, der hat 2,20 Meter Spannweite, ist eine kleine Sonderanfertigung, oder was heißt Sonderanfertigung, Abänderung. Er hat jetzt zum Beispiel große Räder, wie bei den Stoll Buschflugzeugen mit 5,5 Zoll. Und was bei dem Motor ganz besonders ist. Ja, genau, was bei Sonderedition dieser 3W28 ist ein Special Edition Motor von der Firma 3W. Auf Wunsch kann man auch diesen Motor bei 3W so erwerben. Und was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, dieser Big Lift kenne ich schon seit ich 3 Jahre alt bin, weil mein Vater hat früher immer Big Lift geflogen zum Schleppen, morgens den Motor angemacht, abends den Motor ausgemacht, mit laufendem Motor getankt, weil das eben ein unglaublich dankbares Flugzeug ist. Dieses Flugzeug wird ausgeliefert, serienmäßig mit Seiten- und Höhenruder, ist das Flugzeug komplett zu fliegen, fliegt sich hervorragend. Durch die leichte V-Form, wo der Flieger hat, lässt sich im Prinzip das Seitenruder sehr gut steuern. Optional gibt es aber noch die Möglichkeit, es sind unter dieser Bespannung sind im Prinzip schon vorgefertigte Querruder in Anführungszeichen. Das heißt, im Prinzip klappt man die Folie hoch, trennt die Querruder aus, verkastet die, macht eben diese Schräge hin und macht die Querruder wieder hin. Entweder man macht die Querruder nur entsprechend mit Scharnierband hin oder man macht entsprechend Scharniere rein. Und für die Servoaufnahme ist alles schon vorbereitet. Also das ist eine sensationell tolle Geschichte. Der, der einen ganz einfachen Flieger möchte, der kriegt nur mit Seiten- und Höhenruder. Und der, der sagt, ah nö, ich brauche Querruder, weil ich möchte vielleicht auch mal irgendwie einen Blödsinn machen und eine 4-Seiter-Rolle fliegen, dann kriegt er auf jeden Fall hier diese Querruder selber angefertigt. Genau, dem gibt es nichts zu ergänzen. Und natürlich ist auch der Grupp Lift, wie er hier vor uns steht, ready to fly erhältlich. Aufgrund von unserem Bauservice, wo es ja jetzt alle Modelle in dem Komplettset mit den 3W-Motoren und dem Powerbox-Elektronikzubehör dann gibt. Bei unserem Bauservice kann man natürlich auch auswählen, ob man den Grupp Lift, wie man hier sehen, klassisch ohne Querruder wollen, so wie er aus dem Baukasten kommt, oder halt dann im Prinzip auf Kundenwunsch wir die Querruder austrennen sollen. Das ist alles kein Problem und da sind wir für alle individuellen Wünsche zu haben. Hallo, ich bin der Chris Werner und ich zeige euch jetzt meine Carbonkraft. Das Modell hat eine Spannweite von 4,26 m, eine Rumpflänge von 2,65 m und eine Höhe von 79 cm. Das Abfluggewicht liegt zwischen 19 und 20 kg. Verbaut habe ich einen 3W 140 Vierzylinder in Kombination mit einer XOA 30x12 Luftschraube. Der Motor überzeugt durch seine überragende Laufkultur und sein spritziges Ansprechverhalten ohne Drehzahlsprünge. Das Modell zeichnet sich durch seine vielen kleinen Details aus, wie zum Beispiel die getönten Scheiben, die Carbon-Teile, die beim Bausatz mit inbegriffen sind, das gefederte Hauptfahrwerk, große Bushwheels mit Aluminiumfelgen, Aluminiumstreben. Aufgrund der durchdachten Bauweise ist eine individuelle Gestaltung des Modells sehr gut möglich. Des Weiteren ist der Innenraum sehr gut zugänglich, zum einen durch die anscharnierten Seitenscheiben und zum anderen auch durch die Seitentür, die sich ebenfalls über Scharniere öffnen lässt. Bei meiner Carbon Cup habe ich den Innenraum mit 1,5 mm Balsa verkleidet und anschließend mit Carbonfolie bebügelt. So sind keine Kabel sichtbar und der Innenausbau ist sehr übersichtlich und versteckt.
Als Servos dienen 7 Vollmetallgetriebe-Servos von Gruppmodellbau. Das Modell verfügt über eine Rauchanlage, welche durch eine Powerbox-Pumpe und dem 3W-Smoke-Öl befeuert wird. Das Modell überzeugt durch seine gutmütigen Flugeigenschaften und eignet sich auch ideal als Schleppflugzeug. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Wir hoffen, Ihnen haben unsere Produktneuheiten gefallen. Nun möchte ich abschließend, wie angekündigt, zu unserer kleinen Überraschung kommen. Die Firma 3W bietet Ihnen bis zum 10.05. eine Rabattaktion von 13,5% auf alle Motoren und Zubehör an. Also schauen Sie auf jeden Fall mal auf unserer Homepage vorbei. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Ihr 3W-Team.